Wir gehen einen Raum weiter und erreichen die Tankzeit von 618 bis 907 nach Christus. Es war ja eine Zeit kultureller Blüte in China. Die Chinesen haben ja zu der Zeit sehr fleißig Handel über die Seidenstraße betrieben, haben aber nicht nur Waren, sondern auch alle möglichen Leute und Ideen und so weiter zu sich kommen lassen. Das kulturelle Leben florierte und auch die Kunst wurde von diesen Einflüssen beflügelt. Sehr charakteristisch für die Tangzeit ist die sogenannte Sanzai-Keramik, also die Drei-Farben-Keramik. Die habe ich ja im Nixia-Bouban schon mal kurz erklärt und vorgestellt. Und hier ist wieder ein sehr repräsentatives Beispiel dafür. Es ist die Darstellung eines Beamten. Und der Kopf ist unglasiert, die Kopfbedeckung auch, aber die Kleidung ist lackiert und zwar in den für Sanzai charakteristischen Farben, einmal braun, einmal grün und einmal beige. Und man sieht hier ganz deutlich, besonders wenn man sich auch den Fuß der Kleidung, den Fuß der Figur anschaut, also den Sockel, wie das alles verlaufen ist. Bei Sanzai kam es, wie gesagt, nicht darauf an, dass man irgendwelche Sachen oder irgendwelche Flächen genau ausmalt oder irgendwelche Muster genau trifft, sondern man hat die Glasur aufgetragen, mitgebrannt und es war dann dem Zufall überlassen, wie diese Farben verlaufen. Das ist ein wichtiges Charakteristikum der Sanzai-Keramik. Auch hier im vorderen Bereich sieht man es nochmal ganz gut vorne auf der Brust des Beamten, wie schön die Farben da verlaufen sind. Hier haben wir eine Wandmalerei aus einer Höhle beim Tianti-Shan, das ist in der Nähe von Wei, also auch ungefähr 100 Kilometer westlich von Lanzhou. Stammt aus der nördlichen Liang-Dynastie, 401 bis 445 nach Christus. Und dargestellt ist ein Bodhisattva, den wir sogar identifizieren können. Fangen aber erstmal an, ihn zu beschreiben. Also, er trägt einen langen Schal, so wie das in den indischen Darstellungen auch häufig noch der Fall war. Er hat einen Nimbus. Es trägt eine dicke weiße Halskette und eine Kette mit länglichen, könnten vielleicht schwarzen Perlen sein. Und außerdem ein Wickelrock als Unterbekleidung. Ich gehe mal auf das Attribut, das ihn eindeutig identifizierbar macht. Wir sehen hier die Hand und in dieser Hand hält er eine Flasche. Es handelt sich also um Guan Yin oder Guan Shi Yin, also Avalokiteshvara. Es war ja allgemein so, dass hier im Westen Stein relativ selten war und entsprechend hat man viele Dinge aus Ton gefertigt oder aus Ton gemischen. Und hier sehen wir an den Beschädigungen, dass es sich hier um einen Wandputz aus Ton oder Lehm handelte, der mit Stroh oder Reisig angereichert war. Man sieht das hier im unteren Bereich, der jetzt relativ zentral ist, ganz gut. Da sieht man nämlich noch so Stroh- oder Reisigreste. Die oberste Schicht war natürlich glatt verputzt, sodass man sie dann gut bemalen konnte. Farben scheinen zumindest damals relativ bunt gewesen zu sein. Der Rock oder das Untergewand scheint grünlich. Und der Schal ist wohl in verschiedenen Rot- und Weißtönen gehalten. Der Nimbus ist relativ einfach.
reicht nicht über den Kopfschmuck hinaus, sondern ist auch relativ klein gehalten und bildet einen dunklen Hintergrund um den Kopf und um das Gesicht und ist selber noch einmal dünn hell eingerahmt. Eventuell war das mal cremefarben oder gelb. Mittlerweile ist es halt einfach nur so ein bisschen hell und gräulich. Aber das ist wohl der Zeit geschuldet. Das künstlerische und kulturelle Schaffen der Tangzeit beschränkte sich natürlich nicht nur auf Grabkeramiken und auf buddhistische Kunst, sondern auch auf Dichtung. Es gibt ja diese bekannten 300 Tang-Gedichte, Tangshi Sanbai Shou. Und es gab auch oder gibt auch viele Darstellungen von Musikanten, teilweise mit inländischen Musikinstrumenten, wie zum Beispiel dieser Pipa. Ist ja ein chinesisches Saiteninstrument, aber es gibt auch Darstellungen anderer Musikanten. Hier sind noch mehrere dargestellt, allerdings nicht mit ausländischen Instrumenten, sondern auch mit chinesischen Instrumenten. Hier haben wir zum Beispiel einen Sheng-Spieler. Ein Sheng ist, ja, wie soll man es sagen, ja, so eine Art Mundorgel nennt man das, glaube ich. Da bläst man rein und dann kann man halt den Luftzug über verschiedene Ausgänge von Röhrchen regulieren, die dann jeweils verschiedene Töne hervorbringen. Ich glaube, das nannte man Mundorgel. Das ist halt ein Sheng, wie man es hier sieht. Auch Schmuck und Gebrauchsgegenstände bzw. Gegenstände, die beide Funktionen erfüllten, gab es. Wir sehen hier einen Spiegel. Spiegel gab es ja schon relativ früh, auch in der Han-Zeit schon. Und es waren auch wichtige Exportprodukte. Man hat auch handzeitliche Spiegel in Japan gefunden. Und hier ist einer, der ein für die Tangzeit sehr typisches Dekor aufweist. Es ist bei diesen Spiegeln so, die sind aus Bronze gearbeitet. Ja, scheinbar habe ich irgendwie eine Affinität zu Bronze, dass ich euch immer wieder Bronzeobjekte vorstelle. Bei der Bronze ist es so, dass ja nicht genau festgelegt ist, zu welchen Anteilen welche Bestandteile vorkommen. Es ist ja eine Legierung aus Kupfer und Zinn. Und auch Blei kann hinzugefügt werden. Und Blei verbessert die Fließeigenschaften, mindert aber ab einem gewissen Prozentsatz die Stabilität der Legierung. Deswegen findet man in Waffen zum Beispiel, die eine hohe Materialstabilität erfordern, nur geringe Bleibeimengung, weil Blei aber den Vorteil hat, dass Metall sehr glänzend und spiegelnd werden zu lassen, sind dann die Beimengungen in Spiegeln wiederum sehr hoch. Natürlich kann man sich hier drin nicht spiegeln. Das, was man meistens von den Spiegeln sieht, sind die Rückseiten, die nämlich schön dekoriert sind. Und wie gesagt, hier ist ein Tang-typisches Dekor zu sehen, nämlich Weintrauben. Die finden sich auf früheren Spiegeln meines Wissens nicht, aber auf tangzeitlichen Spiegeln finden sich doch relativ häufig Weintrauben. Des Weiteren sind verschiedene Tiere darauf abgebildet. Man sieht, ich versuche mal wieder die Finger davor zu gehen, hier eine Ente zum Beispiel, in der Mitte der Knauf, da ist immer so ein Knauf mit zwei Löchern, dass man es festbinden kann. Es scheint wohl ein Frosch zu sein und auch ansonsten erwecken die Tiere den Eindruck, als wenn es irgendwie Seehunde oder Kaulquappen sind, also es scheint wohl eine Mischung aus Meeres- oder Flusstierdekor und Weintrauben zu sein. Was auch typisch ist, ist, dass das Ganze einen Rand hat, der hier ein florales Dekor aufweist, nämlich so eine Blumenranke hier im äußeren Ring. Dass es dann eine Innenfläche gibt, die durch einen Ring
erhöhten Ring abgeteilt ist und dann noch die zentrale Innenfläche mit dem Knauf in der Mitte. Das ist auch ein relativ typischer Aufbau, der sich auch bei früheren Spiegeln schon findet. Ist aber nicht zwingend erforderlich. Also manchmal nimmt auch die gesamte Spiegelfläche, also bildet die gesamte Spiegelfläche eine Dekorfläche in sich. Versuchen noch mal ein bisschen hier auf den Rand zu gehen und zu zoomen. Ja, doch. Da kann man jetzt sowohl die Weintrauben als auch dieses Blumenrankendekor sehr gut erkennen. Wunderbar.